Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten draußen. Willkommen wieder bei Movie Check und zu der Filmkritik zu Brahms, The Boy 2, dem Sequel zu dem 2016er Horror-Überraschungshit, wie ich ihn so zumindest selber wahrgenommen habe. Brahms, The Boy 2 hat eine Laufzeit von 86 Filmminuten und wurde von der FSK ab 16 Jahren freigegeben. Ihm standen insgesamt 10 Millionen US-Dollar zur Verfügung und an den internationalen Kinokassen eingespielt hat er knapp das Doppelte, nämlich um die 19,6 Millionen US-Dollar. In der tragenden Hauptrolle des Filmes sehen wir Katie Holmes, die, naja, eine besorgte Mutter spielt. Fragen wir mal nach, worum geht es denn inhaltlich? Inhaltlich geht es um eine Familie, die wegen eines Einbruches in ihrer Londoner Wohnung dort einfach nicht mehr leben kann, weil sie sich dort nicht mehr sicher fühlen und vor allem, weil sie auch aus ihrem bisherigen Lebenstrott deswegen gebracht wurden und nunmehr versuchen, einen Neuanfang zu wagen. Und zwar in einem ländlichen Häuslein, abseits gefühlt von jeder Zivilisation. Blöd nur, dass sie damit in unmittelbare Nachbarschaft zu dem Herrenhaus, dem Horrorhaus von Brahms, dem wir ja aus dem 2016er Film auch noch gut in Erinnerung haben, leben. Tja, sehr ärgerlich. Nevertheless ist das ein meiner Ansicht nach doch relativ vorhersehbares 0815-Konzept für einen Horrorfilm, dessen Original, der erste Teil, einen sehr erfrischenden Charakter hatte. Und ein Story-Konzept sucht man bei diesem Film, wenn ihr mich fragt, vergebens. Es fehlt einfach von vorne bis hinten an Substanz und an Inhalt, der packt und beängstigend auf den Zuschauer einwirkt. So gesehen, ja, ich weiß, damit mache ich mich unbeliebt, ist Brahms, The Boy 2, vergleichbar mit Annabelle 3, den ich auch als eher substanzlos wahrgenommen habe und diesbezüglich auch dieser Vergleich sich eigentlich für mich und meine Verhältnisse und meine Wahrnehmung auch schon regelrecht aufdrängt. Bis auf den ein oder anderen interessant inszenierten und teilweise auch richtig gut inszenierten Besuch im Horrorhaus verblasst das mühsam aufgebaute Horrorfeeling des ersten Teils und man möchte eigentlich schon sagen, verpufft am Ende. Dazu kommt noch, dass auf einmal so eine substanzielle Übersinnlichkeit eingeführt wird, die überhaupt nicht in das eigentliche Setting dieser Reihe passt, die versucht wurde, hier aufgebaut zu werden mit dem zweiten Teil. Dieses Supernatural hat mich maximal gestört, weil ich diesen geerdeten, bodenständigen Charakter des ersten Teils mitunter auch dahingehend gefeiert habe, weil dadurch auch eben besagte Horrorkomponente erst deutlich zur Geltung gekommen ist. Die Puppe von Brahms, die im ersten Teil maximales Horrorfeeling versprüht hat, verblasst hier ebenfalls zu einem Schatten ihrer selbst und wird höchstens als kleiner MacGuffin hier und da noch inszeniert. Und das war's. Das hat mich richtig gestört und hat meiner Ansicht nach nichts mehr mit dem The Boy zu tun, wie ich ihn aus dem Jahr 2016 kannte. Es ist ein Sequel, es basiert auf derselben Geschichte und auf demselben Charakter. Meiner Ansicht nach ist es aber ein eher losgelöstes Sequel, was so inhaltlich mal gar nichts mehr mit dem ersten Teil zu tun hat. Was ich dagegen positiv hervorheben möchte, ist die Arbeit von Komponist Brett Dettar, der schon fast bei jedem Film, um genau zu sein, nein, nicht nur fast, sondern wirklich bei jedem Film von William Brand Bell, der sich hier auch wieder als Regisseur verantwortlich zeigt, mitgewirkt hat und einen entsprechenden Soundtrack beigesteuert hat. Mitunter haben die beiden auch bei The Devil Inside zum Beispiel wieder zusammengearbeitet und nun eben auch wieder bei dem Film Brahms, The Boy 2. Und der Lichtblick dieses Filmes ist tatsächlich der Soundtrack, der mich mitunter bis ins Mark erschüttert hat und auch mir meine Nackenhaare hat zu Berge stehen lassen. Das ist wirklich impulsiv gewesen, das war auch imposant und es war wirklich durchdringend. Das hat mir richtig, richtig gefallen. Allen voran diese thrillenden Höhen, die mitunter einen wirklich haben das Blut in den Adern gefrieren lassen. Das hat mich richtig beeindruckt. Ein toller Soundtrack, den man auch gut und gerne mal einfach so hören kann, wenn man Bock auf eine schaurige Stimmung hat, die man ja vielleicht mal hat, wenn man irgendwie gerade ein spannendes Buch zum Beispiel liest.
Ein super Soundtrack, ein schwacher Film. Das führt mich nunmehr auch zu einer entsprechenden Wertung. In der Genrewertung vergebe ich 2 von 5 möglichen Punkten und auch in der Filmwertung leider Gottes nur 2 von 5 Punkten. Also insgesamt 4 von 10 möglichen Punkten für Bram's The Boy 2. Da wäre definitiv mehr drin gewesen. Es hat aber hier und da an, wenn man so will, allen Ecken und Enden an Substanz gefehlt, sodass dieser Film einfach in sich zusammenbrechen musste. Und genau das ist passiert. Meiner Ansicht nach schade darum, weil der erste Teil richtig, richtig stark gewesen ist. Wie hat euch das Video gefallen, frage ich jetzt erst einmal. Und natürlich dann, wie hat euch der Film gefallen? Eure Meinung zu Brahms, The Boy 2, gerne in die Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein, sobald ich Zeit habe, euren Kommentar zu lesen und dann natürlich auch darauf zu antworten. Ich werde hier niemanden stumm schalten und ignorieren, sondern ich freue mich auf jeden einzelnen eurer Beiträge. Da unten gerne noch abonnieren für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben. Hat natürlich jeder schon gemacht. Die Glocke läuten bis zum geht nicht mehr, weil dann verpasst ihr auch hier auf meinem Kanal nichts mehr. Und ich glaube, das hat sich gerade mal wieder gereimt. Ha, sehr schön. Das war's von mir. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.